Es ist soweit, ich habe den. Ich muss ein bisschen leiser reden, weil ein Kind spielt, ein Kind schläft. Plan to Focus Workshop letzte Woche meinen Kunden gehalten. Und tatsächlich habe ich es hinbekommen, das ist für mich nicht so leicht, dass wir wirklich die Basisinformationen, die jedes Business benötigt und die jedes Business tracken sollte, um zu beurteilen und natürlich auch dafür zu sorgen, dass es ihm gut geht, so runterzubrechen, dass wir gleich einen Jahresplan haben, einen Quartalsplan haben, einen täglichen Daily Business Plan und auch noch Routinen, um täglich, wöchentlich, monatlich das Business am Laufen zu halten. Es ist wirklich gut geworden. Die Quintessenz von dem Workshop war Plan to Focus. Plan to Focus ist etwas, was ich schon ewig mache. Es hieß früher mal Plan for Profit und erst hieß es Plan to Focus. Gesundheit, mein Schatz. Dann hieß es Plan for Profit und es basierte alles darauf, dass ich auf meinem eigenen Planner, ich habe einen Libriner Planner auf den Markt gebracht, der ist undatiert weiß und dient dazu, dass man so erst die Vision macht und dann immer runtergeht. Ne? Und irgendwann habe ich dann gemerkt, okay, Leute bleiben zu sehr an der Vision. Wir müssen das eher runterbrechen und wir wollen in Richtung gehen, wir wollen das wirklich planen. Und ich habe bei mir gemerkt, dass ich das System mit meiner Beratung und meinen Kunden ewig gemacht habe, aber in letzter Zeit bei mir selbst nicht mehr so viel plane. Weil ich bei mir immer davon ausgehe, Mensch, es ist doch einfach, es klappt doch so. Es ist doch so in Herz und Blut, nennt man das so, ne? In Mark und Bein, also noch übergegangen, dass ich weiß, wie das funktioniert, wie das Business geht, etc. Das ging sogar tatsächlich so weit, dass ich ein neues KI-Tool gerade nutze, um meinen Kalender automatisiert zu planen. Ich teste ja ständig welche. Reclaim habe ich getestet, Akiflow gibt es, jetzt bin ich bei Motions, gibt ganz viele. Aber in dem musstest du theoretisch sagen, ich mache jetzt Aufgaben und die ordnet ich dann den Kalender zu, noch sehr manuell, auch wenn ich dachte, es wäre automatisiert, aber das finde ich noch raus. Und dann habe ich erstmal seit Jahren tatsächlich wieder, nachdem ich ja diesen Plan to Focus für mich gemacht habe, gewusst, was ich machen will, wieder dennoch Aufgaben und Zeitblöcke miteinander verknüpfen müssen. So habe ich früher nur gearbeitet, aber ich bin es nicht mehr gewöhnt. Und dann habe ich das gemacht, habe dann gemerkt, hey, ich kann eigentlich ganz gut einschätzen, was ich so am nächsten Morgen schaffe. Das war zum Beispiel ein Beispiel, war konkret dieser Plan to Focus Workshop, von dem ich hier erzähle. Das ist ein Workshop gewesen, den wir mit den Businesskunden gemacht haben. Da habe ich ein Recording zu, da bin ich ein bisschen durch bestimmte Punkte in den Workshop gegangen, durch in den Workbooks gegangen. Dann ist es ein, wie gesagt, ein Jahresworkbook, ein Business Review Workbook und ein Workbook, was dir hilft, den täglichen Fokus nicht zu verlieren. Ja? Sehr konkret, wenig Wischiwaschi, sondern wirklich Business Fokus. Wir wollen also Geld verdienen. Und das Gleiche habe ich angeboten in einer Team Edition, ich in der Beratung oft gemacht habe. Die Team Edition hat ein bisschen einen Fokus und das Kit, was du sozusagen als Person bekommst, gibst du dann deinem Team. Aber eigentlich ist der Workshop so aufgebaut, dass es wirklich ein 3-Tages-Workshop ist und du bekommst wie ein Workshop-Kit. Ja? Das heißt, die Teilnehmer kriegen bestimmte Listen, die sie vorab vorbereiten und dann gibt es für jeden Tag ein ClickUp-Template mit allen wirklichen Sachen und Ideen und also eigentlich nur ganz viel Text plus sehr fundiert halt die Inhalte, die man in 3 Tagen machen sollte und dann eine Nachverfolgung und so. Und es sind ja alles Sachen gewesen, die waren schon da. Bis auf, dass ich jetzt die Vorbereitung vielleicht noch als schönes PDF-Dokument machen wollen würde. Aber ansonsten ist alles da. Das heißt, es ist alles auch, also ich dachte mir, mein Gott, komm, das ist in einem Morgen an 2 Stunden fertig. So, ich habe den Anspruch an mich, dass, wenn etwas heißt, es ist fertig, ist alles fertig. Heißt, das Marketing drumherum, die Sales-Page drumherum, die E-Mails drumherum, ein Video für YouTube drumherum, es soll alles fertig sein. Und ich habe gemerkt, dass ich dafür einfach überhaupt keine Zeit einkalkuliert habe. Weil ich gedacht habe, das machst du doch mit Links, was ich tue, aber es kostet Zeit. Und ich habe auch nicht mehr so die Zeit zur Verfügung wie damals, denn die Kids stehen auf und wollen zu mir, dann ist ne, Pech. Das heißt, ich habe tatsächlich ungelogen, statt diesen einen Morgen eine Woche gebraucht und jetzt ist noch nicht mal der YouTube-Kanal fertig. Oder der YouTube-Content fertig oder der Social-Media-Content fertig. Weil mein Alltag sich geändert hat und ich einfach nicht mehr einschätzen kann, wie lange sowas dauert. Denn auch wenn ich nachts konzentriert durcharbeite, fehlen dann 5, 6 Sachen, die ich normalerweise noch schnell machen würde. Aber wenn dann jemand dazwischen kommt und ich 5 Stunden warten muss, habe ich solche Schwierigkeiten, mir da reinzukommen und parallel sind 5 andere Sachen angefallen. Ja? Die ich mir natürlich selbst ersetze. Das heißt, ich muss anders planen. Und das hätte ich nicht gemacht, wenn ich nicht durch den eigenen Workshop wieder gegangen wäre und gedacht hätte, okay, das Blocking hier, das passt überhaupt nicht. Ich habe auch ständig das Gefühl, weil immer die ganzen To-Dos ablaufen, die ich gar nicht schaffe. Ich habe auch ehrlich gesagt keine Lust mehr, mich an so einen Kalender so anzuhaken. Ich hatte dann gestern, war Sonntag, und dann habe ich dieses ganze Bürogebäude hier umgestaltet und will so ein paar Sachen machen für einen neuen Channel. Oder beziehungsweise meinen Channel, aber es ist ein neuer Content. Und dann kamen ständig diese Infos, weil ich ja eingebe, ich arbeite jeden Tag, ich arbeite also auch am Wochenende. Aber halt nicht mehr dann, wenn ich was anderes machen will. Und das ist so, es war super hilfreich zu sehen, dass ich das alles nicht schaffe. Und die Lösung habe ich, natürlich gibt es gleich. Und ich habe aber auch gemerkt, dass ich diesen Druck gar nicht mehr will.
Das heißt, ich könnte jetzt ja sagen, ich reiß mich zusammen und setze mich halt in 3 Tagen in der Arbeit durch. Aber ich glaube, noch nicht mal dann würde ich alles schaffen. Aber das wäre auch eine Option. Stattdessen habe ich gesagt, nee, wir müssen jetzt alles einfach anders planen. Das heißt, ich will ja nur den Fokus haben auf etwas Bestimmtes, was ich erreichen will. Das heißt, plan to focus ist eigentlich nur plan to focus on what you really want. Und nein, wir machen jetzt keinen Space Girls Song daraus. Und dann habe ich gerade noch, weil mein Sohn hier wie gesagt schläft, mit dem lege ich mich mal dazu, wenn er einschläft, habe ich auf mein Handy geguckt und habe die Werbung gesehen von 2 großen Business Ladies, die gerade ein neues Programm auf den Markt bringen, wie jetzt ja alle. Und dann waren beiden so dieses 12-Wochen-Programm angepriesen. Das ist ja auch das Maximum, wirklich, was du raushauen kannst, wenn du sagst, du machst so ein begleitetes Programm. Und dann hat die Werbung super schön, dann habe ich mir das angeguckt und dann habe ich auch eine Story zugemacht, weil ich es wirklich so empfunden habe. Und dann habe ich geschaut und habe gedacht, oh mein Gott, es hat in mir hat es so eine Panik ausgelöst, 12 Wochen an etwas arbeiten zu müssen. Und ja, man kann in jedem Punkt arbeiten, auch wenn das eher für Starter war. Aber ich weiß nicht, ob es nur für Starter war. Da waren dann auch wieder Sachen mit Brand Foundations, die habe ich auch. Und jedes Mal ärgere ich mich, dass ich sie habe, weil man braucht sie, aber ich mache es halt als Messaging Foundation. Also ich positioniere, nicht brande. Ich sage halt nur manchmal Branding. Aber da war ein Brand Foundation, Website-Aufbau. Dann ging es wieder in die Launches rein, Anzeigen schalten. Da dachte ich so, reden wir immer noch über das Gleiche, nur in 12 Wochen. Du glaubst wirklich, jemand kauft es, nur weil du sagst, du bist jede Stunde einmal da? Ich verstehe es nicht. Warum soll man jetzt jemanden für Facebook-Anzeigen? So, jedenfalls habe ich dann diese 2 Dinge gemerkt. Ich will mich nicht mehr verrenken in meinem Privatleben, aber ich will die Dinge erledigt kriegen. Also ist nicht. Ich will alles schaffen, was ich mir vornehme. Bin ich gerade weit weg von, weil ich es nicht mehr gelernt habe. Das heißt aber nicht, dass ich jetzt sage, ja, mache ich nicht mehr. Das heißt, ich werde noch genauer meinen Kalender auf dem Schirm haben. Ich werde noch genauer Dinge machen. Ich werde sogar nicht den Fehler machen, den ich früher getan habe. Früher habe ich nämlich gesagt, jetzt mache ich erst alles schön, kein Scherz, bevor ich alles plane. Das heißt, ich habe tatsächlich gesagt, habe ich auch mich wieder ein bisschen mit ertappt. Ich räume erst alles auf, bevor ich anfangen kann. So, und jetzt geht das im Haus ganz gut. Aber wenn ich mir jetzt überlege, wie viele Tabs allein im Hintergrund offen sind, die ich noch nicht mal freiwillig öffne, die einfach kommen, und wie viele Sachen ich aufräumen muss, und ich will das tun, und sortieren muss, wenn ich sagen würde, ich muss erst meinen digitalen Files sortieren, bevor ich mein Business umstrukturiere, hätte ich in 2 Jahren ein umstrukturiertes Business. Und deswegen versuche ich mich selbst jetzt in die Verantwortung zu nehmen, das ist für mich nicht leicht, und zu sagen, hey, es ist nicht alles komplett fertig. Und ich weiß, es macht mir viel mehr Spaß, diese Notion-Templates zu organisieren und das ClickUp-Template neu zu strukturieren, aufzuräumen. Macht mir viel mehr Spaß, viel mehr, als jetzt im Halbflüsse ein Video aufzunehmen. Aber das Video gibt mir das Ergebnis, was ich möchte. Das Ergebnis, was ich möchte, ist, das Video hast du vielleicht schon gesehen, und ich gemerkt habe, ich bin eigentlich, in meinen Augen sehe ich meinen Wert nicht, wenn ich nicht arbeite. Aber ich habe jetzt das Ergebnis, was das für mich heißt, zu arbeiten, ist, ich verdiene Geld damit und ich helfe Leuten damit. Und solange ich das nicht jeden Tag merke, höre ich nicht auf. Das ist nicht gut. Das heißt, ich muss mein Ergebnis umsetzen und sagen, ich möchte, dass ich bei allem, was ich mache, zumindest jemand helfe oder Geld dafür kriege. Und helfe in dem Sinne, dass ich sehe, dass es Ergebnisse gebracht hat. Das ist das Schwierigste, was ich in meinem Leben jemals versucht habe. Das werde ich jetzt versuchen. Wenn ich also ein Video produziere, ist ein Video entweder ein Call to Action, dass du etwas kaufen sollst oder dass du etwas mitteilen sollst, was du positiv gemacht hast. Und das ist diese Lösung, die ich gehabt habe wegen Business und Life. Und dann gibt es Planensinn. Denn jetzt kann ich sagen, ich plane nicht einfach nur jeden Tag durch, was ich irgendwie zu tun habe, sondern ich gehe von hinten und überlege mir das Ergebnis. Das Ergebnis, was ich haben möchte, ist, ich möchte genug Geld verdienen. Wirklich, ich möchte sehr viel Geld verdienen, also darum nicht genug. Ich möchte super viel Geld verdienen und ich möchte das aber so verdienen, dass meine Kunden sich gehört, wertgeschätzt, unterstützt fühlen und ein Ergebnis haben. Und damit schränkt es einiges ein, im positiven Sinne. Das heißt, ich brauche jetzt keinen Online-Shop mehr, den ich unbedingt haben wollte und der echt cool ist, mit irgendwelchen Dropshipping-Produkten. Brauche ich nicht. Aber ich könnte vielleicht eine Lösung finden, dass ich Business und Leben kombiniere. Das habe ich nämlich tatsächlich im letzten Plan to Focus immer so versucht aufzuspalten. Und ich bin gnadenlos gescheitert, weil ich finde es super wichtig, dass man Life-Coaching macht, also Self-Coaching und Business. Alle meine Leute, das meine ich hundertprozentig ernst, die mein Business-Coaching gemacht hätten, wären mit sicher 30%, 40% schneller gewesen, wenn sie zusätzlich einen Life-Coaching-Part gehabt hätten. Hundertprozentig. So, im 1.4. beginnt es, Life-Coaching-Certification. Super viele sind schon interessiert. Ich werde eine kleine Gruppe draus machen. Das muss geplant werden. Das heißt, idealerweise auch darüber hinaus geplant werden. Das heißt nicht nur, wir sind eine Kickstart sozusagen, dass wir jetzt loslegen, weil das dauert ja 3-4 Monate, sondern was mache ich für Content in der Zeit? Und vor allem, wie vermarkte ich den Content in der Zeit? Ich habe jetzt für mich mit Plan to Focus gemerkt, ich plane, aber ich fokussiere mich auf die falschen Dinge. Ich fokussiere mich alleine darauf, ein Video zu produzieren über ein Business-Thema. Aber ich fokussiere mich nicht darauf, dass das Video über ein Business-Thema 20, 30, 40.000 Aufrufe kriegt. Weil wenn ich das tun würde, müsste ich etwas machen, was ich nicht gerne mag. Das heißt, ich müsste nämlich zu dem Video Marketing einbeziehen, Newsletter-Mails einbeziehen, Stories einbeziehen. Und das mag ich nicht. Das mag ich nicht. Ich muss es jetzt aber. Das heißt, ich habe meinen YouTube-Kanal voll mit 40, 50 Videos.
Theoretisch brauche ich nicht mehr filmen dieses Jahr. Vielleicht noch 10. Und dann könnte ich einfach nur sagen, ich konzentriere mich darauf, diese Sachen zu vermarkten. Tue ich aber nicht, weil ich es viel schöner finde, ganze Videos zu produzieren, hoffe, dass es schon was wird. Nein. Das ist meine Botschaft an dich. Ich habe für alle Live-Videos kleine Snippets aufgenommen. Ich werde für die Business-Videos ein bisschen umfassendere Sachen aufnehmen. Und dann ist mein Plan to Focus, fokussiere dich tatsächlich darauf, die Dinge zu vermarkten und nicht nur darauf, die Dinge zu planen und umzusetzen. Mir fehlt der letzte Schritt. Ich hoffe, es hat dir irgendwie geholfen. Wenn du mehr darüber wissen willst und wenn du wirklich einfach lernen willst, wie genial es ist, das Business zu planen und vor allem dein Leben zu planen, Businessplan gerne bei Plan to Focus gucken. Wenn du wirklich sagst, dein Leben, wir haben diesen Monat das Modul Organize Your Life, wir machen einen Lifeplan. Danach haben wir Emotional Eating, wir haben Organize Your Home, eine super schöne Themenpalette zur Brain Coaching Methode, die erst freigeschaltet werden, sobald du gebucht hast. Das heißt, wenn du jetzt buchst, bekommst du das erste Modul auch erst nächsten Monat. Also bitte so idealerweise so schnell es geht dabei sein, damit du alles bekommst. Und wie gesagt, ich habe es ja gesagt, das ist ein absoluter Game Changer. Auch für mich, weil dadurch ich auch sehr, sehr, sehr viel von meinen alten Sachen mir durchgehe und denke so, kannst du dich nicht einfach mal an das halten, was du selber den ganzen Tag anderen empfiehlst? Geht das nicht? Das ist so schwierig. Ich muss, glaube ich, mehr Persönlichkeitstrennung dafür üben und vielleicht mal so YouTube-Effekte machen mit ich rede mit mir und da und dann rede ich mit mir da. Vielleicht wird es dann klarer. Wenn es dir auch so geht, lass mich irgendein Emoji in den Kommentaren wissen und wir sehen uns in einem nächsten Video.